Möge das hilfreich sein und möge es ehrlich sein. Als Andreas mich gefragt hat, ob ich hier was mache, war sofort kam aus meinem Mund raus, ja. Und dann kam irgendwann, was denn für ein Titel? Ich so, oh. Kam sofort ein Titel. Und der Titel ist Illusionen der Wahrheit überbringen. Und in dem Moment, wo das raus war, geht der Stress los. Und ich komme so von meinem, gerade wie ich wirke in der Welt, aus einem ganz anderen Raum. Ich komme aus so einer Körpertherapie-Ecke. So. Die total hilfreich für mich ist, weil ich das ganze Ding hier so als so bedrohlich erlebt habe, ganz lange. Und ich sage oft, dass ich den Kurs gerade am leichtesten fast über meine Hände erklärt kriege. Und da bin ich ganz dankbar für, dass ich das immer mal wieder so als etwas nehmen kann, was ich beobachten kann, weil es in seiner Oberfläche ruhiger ist als meine Gedanken oder meine Gefühle. Meine Gedanken und meine Gefühle sind oft so. Und dann, so wie Andreas das heute Morgen so schön beschrieben hat, das fühlt sich oft so fett an, diese ganze scheinbare Welt, dass es schwierig ist, den Gedanken dahinter zu sehen oder so, also auf so einer mentalen Ebene. Es ist oft so viel, dass es für mich schwierig scheint, das auf so einen Punkt runterzubrechen, auf die Grundelemente runterzubrechen. Und das ist für mich ganz, ganz hilfreich, wenn ich das Gefühl habe, Gott funktioniert nicht. Wenn ich das Gefühl habe, hier läuft irgendwas verkehrt, dann ist es ganz, ganz hilfreich, das auf Grundelemente für mich runterzubrechen. Und wenn ich jetzt den Titel nehme, Illusionen der Wahrheit zu überbringen, dann ist das was, zu dem mich der Kurs anleitet, wo mich fast alle spirituelle Traditionen zu anleiten. Und das ist oft so, ja klar macht man das, das ist so. Es gehört sich doch so. So. Wenn ich gucke, was das bedeutet, dann ist es für mich persönlich wichtig, dass ich mir immer klar mache, warum ich das möchte. Nämlich, weil die Illusion immer cooler sein muss, also die Wahrheit muss immer cooler sein als die Illusion. Sonst gäbe es ja für mich gar keinen Grund, irgendeinen Tausch vornehmen zu wollen oder irgendeine Korrektur in mir zu vollziehen zu lassen. Und ich bin total dankbar für ganz viel Inspiration von Menschen, die ich erlebt habe, wo ich mich inspirieren lassen kann. Und meine Verführung ist immer, dass ich denke, so geht das. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Und dieser Moment von, ich kann gar nichts tun, sondern nur geschehen lassen, fühlt sich in meiner Persönlichkeitsstruktur oft so unmöglich an. Das fühlt sich in meiner Idee von, wer ich bin, so unmöglich an. Das sagt der Kurs ja auch, diese ganze Ego-Idee, die ist diametral entgegengesetzt. Die ist wirklich das Gegenteil. Die ist wirklich das Gegenteil. Und in dem machen wir heute Erfahrung zusammen. Und in dem kann man überhaupt nichts verkehrt machen, sondern es sind einfach Wahrnehmungsübungen. Es geht nicht darum, irgendjemand anders zu sein, sondern, wie hatten wir das gestern? Der Satz, der mich am meisten berührt hat, ist, erstens, Gott hat mir seine Stimme geschenkt, also Gott redet mit mir. Und zweitens, er hilft mir, seine Stimme zu hören. Der redet nicht nur mit mir,
während ich was anderes mache, sondern er ist gleichzeitig der, der mir hilft, seine Stimme zu hören. So. Und wie ich schon erzählt habe, bei der Idee, Illusion der Wahrheit zu überbringen, in irgendeinen Transformationsprozess zu gehen, ich dann irgendwie, das Drama ging los und dann sehe ich mich dabei, wie ich dann sage, Gott, hier, nimm. Und wie scheinbar nichts passiert. Und meine Interpretation meiner Persönlichkeit ist dann, dass ich denke, sehr wahrscheinlich ist meine Last einfach schwerer als die der anderen. Es muss ja so sein. Oder der ist, also entweder, wenn ich das auch wieder runterbreche auf die wesentlichen Bestandteile und ich habe das Gefühl, Gott, hier, nimm. Ich lasse das, ich gebe dir das alles. Und ich spüre aber nicht wirklich eine Erleichterung. Dann kann ich es wieder nur runterbrechen auf für mich im Großen und Ganzen zwei Dinger. Nämlich entweder ich bin noch bekloppter, als ich dachte. Ich bin noch verhinderter, hier noch gefangener, als ich dachte. Was ein sehr auswegloser Platz ist. Oder aber Gott ist für mich nicht da oder nirgendwo, wo ich ihn erreichen kann. Ich oder mein Prozess hat keine Relevanz für meinen Vater. Und der Kurs lehrt mich. Und an diesem Platz von scheinbarer Ausweglosigkeit, da kommt mir mein Background als irgend sowas mit dem Körper machend irgendwie total entgegen, weil ich gucke, okay, was passiert denn hier? Was passiert denn hier in mir? Und was braucht es für Bedingungen, damit sich wieder was bewegen kann? Und was passiert ist, das, was der Kurs auch beschreibt. Also das hier ist, wenn ich nicht in einer Ausdehnung von Liebe bin. Wenn ich in einer Ausdehnung von Liebe bin, dann habe ich gar kein Problem. Dann müssen wir überhaupt nicht reden. Dann brauche ich keinen. Was mache ich als nächstes, sondern ich dehne Liebe aus. So, ist gar kein anderes Bedürfnis da. Aber wenn ich dann nicht bin und ich spüre diesen Mangel an dem Zustand, wie kann ich mich erinnern? Was ist hilfreich, mich zu erinnern? Und wenn ich dann schaue, dann merke ich, oh Gott, das muss Angst sein. Und ganz oft erlebe ich so einen Zustand, den der Kurs als das muss Angst sein beschreibt. Für mich, wenn du mich fragen würdest, ey Sonja, wie geht's dir? Würde ich immer noch sagen, ja, läuft, ne? Ja, also so Komfortzone ist noch nicht so am Anschlag. Ist alles unter Kontrolle hier. Läuft. So, und wenn es nicht Liebe ist, muss es Angst sein. Und wenn es Angst ist, habe ich von meiner Reaktion in dieser Idee, in der ich gefangen bin, eigentlich nur drei Möglichkeiten. Also jetzt ganz basic Körper, ich habe Starre, Flucht oder Kampf. Und einfach so, wenn ich mich in meinen Emotionen auch nicht greifen kann, kriege ich oft mit, dass ich denke, okay. Wenn der Kurs sagt, das kleinste Stirnrunzeln ist ein Angriff gegen die Wahrheit oder sowas, dann merke ich so, okay, ich bin auch, wenn ich es gar nicht klar habe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in freundlichen Begegnungen, hier ist Angst, ich brauche etwas anderes. So, ich brauche dich. Ich brauche einen Zustand von Wehrlosigkeit, damit ich mich erinnern kann. So, und wenn ich in dieser Idee mich geparkt fühle,
dass ich Veränderung will, dass ich Transformation will, aber scheinbar nichts passiert, dann bin ich eingeladen, mir tiefer zeigen zu lassen, was tiefer in mir geschieht. Und diese Bewegung von, ich kenne das ja, dass ich sage, Gott, ich gebe dir das, und schon ist es frei. Wenn diese Bewegung nicht funktioniert scheinbar, oder ich nicht den richtigen Satz sage, oder ich nicht in der richtigen Kurslektion bin, weil ich einen Tag übersprungen oder geschwänzt habe, so, dann kann ich nur merken, dass meine Versuche eigentlich eine ganz andere Bewegung darstellen. Ich versuche nicht ehrlich Illusionen der Wahrheit zu bringen, überbringen, sondern ich versuche aus der Erinnerung von Gott irgendwas, was ich in einer Ausdehnung mal gespürt habe, hier in diese Welt zu quetschen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich sage nicht, Gott, verändere meinen Geist, sondern ich fände es besser, wenn du die Welt veränderst. Und einfach eine Ehrlichkeit damit. Und das ist ganz oft der Fall bei mir. Und zwar fast immer, wenn ich irgendwie sage, ich will und es passiert nicht wirklich was und ich habe nicht ein Gefühl von Erleichterung, dann merke ich, ich sage oberflächlich, ich will und eine Etage drunter sage ich etwas anderes. Und das ist, was der Kurs als gespaltener Geist beschreibt. Das heißt, ich habe einen Konflikt. Und der geht nicht weg, bis der gelöst ist. Und ich kriege den nicht gelöst. Habe ich schon versucht. So. Und wenn ich genauer beobachte, merke ich, das sind wie so Runden, die immer wieder drehen. Und ich kriege gar nicht mit, wo der Ausgang ist. Und je emotionaler das wird, desto schneller dreht sich das. So. Und genau, einfach zu merken, so okay, an welcher Stelle dreht sich denn der Wind für mich? An welcher Stelle merke ich, dass Gott nicht nur theoretisch ist, sondern sich wirklich nach mir ausstreckt? An welcher Stelle merke ich, dass der Wind sich dreht in meinem Geist? Das Erste ist tatsächlich, dass ich spüre, dass mein Gebet, was ich habe wie, hey, mach mal schnell, so, dass es hier mal friedlich ist in mir, so, zu merken, hey, ich will, dass sich da draußen was verändert. Und diese Lektion von, lass alle Dinge genauso sein, wie sie sind, ist so, was? Genauso wie sie sind, nicht anders, genauso wie sie jetzt sind. So. Und einfach zu merken, so, egal was für einen Widerstand ich auch drauf habe, so dass ich mir als ersten Schritt erlaube, wo ich gar keinen, wo ich einfach will, dass die Welt sich ändert, anstatt dass mein Geist sich ändert. Wo ich das die nettere Option fände. Wirklich. Oh, ich bin nicht alleine. So, ja. Okay, und dann das ist ja ein Workshop, das heißt, wir wirken gleich was, wir gehen gleich zusammen in eine Erfahrung. Und wenn ich so also ich hab in der letzten Zeit mehr mit Angst zu tun gehabt, als ich es kenne in mir. So, und ein glücklicher Schüler kennt keine Angst und so weiter. Ich so, toll. wenn ich schauen will, wie sich das lösen kann oder wo wieder eine Bewegung in so eine Starre kommen kann, wenn ich das Gefühl habe, die Welt ist so, so dicht, dass ich gar nicht weiß, wie ich loslassen soll, dann gibt es so zwei Türen oder zwei Aspekte, die für mich ganz lohnenswert sind zu erforschen. So,
zwei ganz zentrale Wünsche, die ich in dieser Welt oft spüre und die ich in der Welt finden will. Und wenn ich zu Gott komme, dann oft mit ganz vielen alten Ideen von, dass ich meine Bedürfnisse, die ich als Mensch habe, irgendwie opfern muss. Das, wenn ich so merke, zum Beispiel, ich will, dass die Welt mir Sicherheit gibt, dass ich denke, ach scheiße, genau das ist das Hindernis. Jetzt muss ich das loslassen. Und es fühlt sich an, als würdest du mir was entreißen wollen. Das fühlt sich an wie das Wenige, was ich habe, jetzt auch noch ohne. Und das soll für mich sein. Vielleicht irgendwann, wenn ich über diesen Abgrund gesprungen bin. Und einfach zu merken, dass Gott überhaupt gar kein Interesse daran hat, mir Ideen von Sicherheit zu nehmen. So. Und dass der weiß, wo ich bin. Dass der weiß, wo ich hänge. Und dass der ein Interesse daran hat, dass ich zurück in die Bewegung zu ihm komme. Und in dem kriege ich das nicht. Es ist toll, diesen Platz von Sicherheit irgendwie mehr zu erforschen. Und das ist einer der Steine, unter den wir gleich gemeinsam gucken werden in der Erfahrung. Nämlich, dass ich einfach, ohne jetzt eine ganz komplizierte Übung davon zu machen, dass ich einfach mit meinem Bedürfnis nach Sicherheit in der Welt mich Gott annähere und wirklich sage, ich will deine Antwort darauf hören. Und auch wenn meine Idee vielleicht sein mag wie, lass das los, du bist, also sind meine Ideen von was der sagt, aber der will mir ja nichts nehmen. Mein Wunsch nach Sicherheit ist nicht verkehrt. Das Suchen an einem Ort, wo ich das nicht finden kann, das ist einfach nur schmerzhaft. Aber Gott will, dass ich mich sicher fühle. So. Und das ist ein Platz, den wir gleich zusammen erforschen werden. Und den zweiten Stein, unter den wir gleich gucken werden, unter den gucken wir gleich und noch nicht jetzt. Okay. Genau, von daher mag ich euch zu einer ganz stillen Erfahrung gleich einladen und es wird nichts Kompliziertes, das wird was ganz Einfaches. Und in der Körpertherapie, da gehst du immer danach, dass du irgendwie spürst, was so los ist, also du bist in Kontakt mit dem, was da ist, mit dem Problem, mit der Spannung, mit dem, was fest ist und nicht weiß, wie es sich lösen soll. Und der Platz, wo am meisten passiert, ist der, wo du einfach in Kontakt mit der Geschichte bist. Und wo du nichts schieben willst und wo du nichts zurückhältst. Und das ist für mich so im übertragenen Sinne ein Platz von mehr Ehrlichkeit. Weil wenn ich mich der Gegenwärtigkeit näher, die ich ja in meiner Idee von wer ich bin, ständig vermeiden muss, damit ich nicht, ich bin ja die ganze Zeit hier, das ist ja mein wie ich eins sein verhindere, wie ich eins sein mit euch verhindere. So, und wenn diesen Platz zu erforschen, wie nichts zu unterdrücken und nichts zu übertreiben. Und den erforsche ich, indem ich merke, ah, jetzt bin ich drüber, jetzt bin ich drunter. Und da irgendwo zwischen diesen beiden Polen, da ist der ehrliche Ort, wo ich schauen kann, ob sich von selber was bewegt, ohne dass ich jetzt, das ist die Handlungsanweisung, sondern einfach irgendwie ein ehrlicher Ort.